Mir kommt oft der Gedanke, dass viele Menschen schon sehr weit fortgeschritten sind in der Bewusstseinsentwicklung. I often have the idea that many people are already pretty far in their development of their consciousness. Vielleicht selber ganz bescheiden ihr normales Leben weiterleben. Yeah, and they live very humble their normal life. Was denkst du dazu? What do you say to that? There are different levels, let's put it this way, there are different closenesses to your true self. And it, es gibt verschiedene Ebenen, ja, oder sagen wir so, es gibt verschiedene Nähe zu deinem wahren Selbst. It is not black or white, enlightened or unenlightened. Es ist nicht so, dass es schwarz oder weiß ist, ja, erwacht oder unerwacht. If I pick up 10 people from the street, wenn ich jetzt 10 Leute aus der Straße herausgreifen würde, I can show you that each one of them is on a different level of an evolution. Dann könnte ich dir zeigen, dass jeder Mensch auf einer anderen Stufe der Entwicklung steht. And that is exactly what my teaching is all about. Das ist genau das, worum es in meiner Lehre geht. I call my teaching guidance through awakening. Ich nenne meine Lehre Führung durchs Erwachen. I say that awakening is an ongoing process. Ich sage, Erwachen ist ein immer weiter gehender Prozess. Where you deepen more and more your connection to your true self. Indem du immer weiter deine Verbindung zu deinem wahren Selbst vertiefst. And really manage to live it in daily living. Und wirklich es schaffst, dies in deinem täglichen Leben zu manifestieren. And I believe that with personal guidance, und ich glaube, dass mit persönlicher Führung people can really recognize and value where they are. Die Menschen können dann wirklich wertschätzen und sehen, wo sie sind. And then go to a higher level. Und von dort aus können sie dann zu einem höheren Level gehen. There is a deep lack of understanding among spiritual seekers. Ich sehe es so, es ist ein tiefes Mangel an Verständnis, wo der Suchende ist. To the nature of awakening. Und der Natur seines Erwachens. They very easily don't value where they truly are. Sehr einfach können sie es nicht wertschätzen, wo sie sind. They long for enlightenment. Sie möchten erleuchtet werden. But miss the door where they truly are. Aber sie verpassen die Türe, wo sie eigentlich gerade sind. Because if you really value, understand where you truly are. Weil wenn du wirklich das wertschätzt und verstehst, wo du bist, wo du gerade stehst, then there's a door to a higher space. Dann gibt es dort eine Türe zu einem höheren Raum. To really see the connection. Es geht darum, wirklich diese Verbindung zu sehen. Of your personal mind. Deines eigenen persönlichen Verstandes. And your being. Und deines Seins. And how they're interlinked. Und wie sie miteinander verbunden sind. How they're affecting each other. Und wie sie sich gegenseitig beeinflussen. It is to really use life as a laboratory. Es geht darum, wirklich das Leben wie ein Forschungszentrum zu benutzen. For your own awakening. Zu deinem eigenen Erwachen hin. But for this, I believe one needs personal guidance. Aber für das glaube ich, braucht man persönliche Führung. We can easily go to satsang. Wir können einfach in Satsang gehen. And miss that guidance. Und dass diese Führung verpassen. It is very easy to get lost. Und es ist so einfach, hier ganz verloren zu gehen. To fall into spiritual conditioning. In eine spirituelle Konditionierung zu fallen. And miss our own personal way. Und deinen eigenen persönlichen Weg zu verpassen.
Every human being has his own personal way. Jeder Mensch hat seinen eigenen persönlichen Weg. And it's to recognize that. Und es geht darum, diesen zu sehen. But people easily cling on to dogmas and theories. Menschen hängen sich so einfach an Dogmas und Theorien. And lineages. Und Segenslinien. Well, what is your way? What is your personal way? Aber was ist dein Weg? Was ist dein persönlicher Weg? Your personal way hasn't been written anywhere. Dein persönlicher Weg steht nirgendwo geschrieben. It is your evolution. Es ist deine Evolution. Besteht zwischen den Menschen, die zu dir kommen, vielleicht auch regelmäßig oder öfters, eine besondere Verbindung zu dir? Is between the people who come to you, maybe sometimes or also come regularly, is there a special connection to you? Gibst du sowas wie eine Einweihung? Do you give something like an initiation? There is a special connection. Es gibt eine besondere Verbindung. And you know that special connection shows itself when, for instance, a few days ago I got an email from one guy that came to my satsangs in Israel 3 years ago. Zum Beispiel gibt es so eine Verbindung. Da war ein Mensch, der war vor 2 Jahren in Israel in meinem Satsang. And told me how a letter that I wrote him touches his heart. Und hat mir geschrieben, dass der Brief, den ich ihm damals geschrieben habe, der hat sein Herz berührt. And that he keeps on reading it over and over again. Und dass er ihn immer wieder liest. Just an unknown person that is living in Israel and I haven't seen him since. Eine Person, die ich eigentlich gar nicht kenne und die in Israel lebt und die ich seitdem auch nicht mehr gesehen habe. And he was touched. Und das, er war sehr berührt. So this is already a beautiful thing. Und das ist eine schöne Sache. Without realizing it, you create connections and you open people's hearts. Ohne dass du dir wirklich bewusst bist, machst du eine Verbindung und öffnest das Herz der Menschen. Kann es ein Problem sein, zu verschiedenen Lehrern zu gehen? Can it be a problem to go to different teachers? No, I don't see that there's an absolute way. Each person has his own way. Ich sehe es nicht so, dass es einen bestimmten Weg gibt. Jeder Mensch hat seinen ganz persönlichen Weg. If for one it's suitable to go to a few teachers, that's fine. Wenn es für einen stimmt, zu verschiedenen Lehrern zu gehen, dann ist das okay so. If one needs to be with one person, it's also okay. Und wenn einer es braucht, nur mit einem Lehrer zu sein, dann ist das auch gut. The most important thing is. Das Wichtigste ist. Where are we coming from? Aus welchem Raum du herauskommst. Are we leading our way? Führst du deinen Weg? And using the teachers as help? Oder benutzt du die Lehrer als eine Hilfe? Are we clinging to the teacher's salvation? Oder hoffen wir auf die Rettung durch den Lehrer? Because if you lead the way, then it doesn't matter if you have 100 teachers or one teacher. Weil wenn du deinen Weg führst, dann macht es nichts, ob du 1 oder 100 Lehrer hast. If you cling and hope for salvation for the teacher, wenn du auf den Segen und die Befreiung des Lehrers wartest, it also doesn't matter if you have 1 or 100. Dann macht es auch nichts, ob du 1 oder 100 hast. Because you're going wrong. Weil das ist der falsche Weg. So it does not really matter how many teachers you have. Also es geht nicht darum, wie viele Lehrer du hast. What matters is how you relate to them. Es geht darum, wie du dich auf sie beziehst. And it's a very, very fine line. Da ist es eine ganz feine Linie. Of being receptive. Hier rezeptiv zu sein. And not following like a sheep. Und hier nicht zu wie ein Schaf dem zu folgen. So it's fine that line of self-responsibility yet being open. Es ist wichtig, diese Linie zu finden von Selbstverantwortung und immer noch offen zu sein.
This is the challenge of the disciple. Das ist die Herausforderung an den. And you can, it's okay. Sometimes you slip, you close, or you give up your responsibility and you go back. Und es ist okay. Manchmal fällst du zur Seite oder du bist wieder nahe oder wie du deinen Weg gibst, aber du bist wieder auf dem Weg. This is how you develop true maturity. Und so entwickelst du deine wahre Reife. Wie können die Menschen dich erreichen? Beantwortest du E-Mails? How can people reach you? Do you answering E-Mails? I give satsangs and private sessions. Ich gebe Satsang und private Sitzungen. Sometimes I answer emails. Ich beantworte auch E-Mails. I just think that emails are a bit limited. Ich glaube, es ist einfach nur E-Mails sind einfach nur sehr begrenzt. People can misinterpret certain words or what you're trying to say in the wrong way. Und die Menschen können leicht Dinge missinterpretieren, was man eben sagt in einer anderen Weise dann. So I much prefer the meeting, the live meeting in person. Also ich bevorzuge eben das persönliche Treffen. Es gibt in der Welt reiche und arme Menschen. Wie siehst du das? There are poor and rich people in the world. How do you look at it? You know, it's like being in school. There's always the weak child in the class. Es ist wie in der Schule, dass auch immer irgendwie ein Kind, das etwas schwächer ist. That's the nature of things. Das ist wie die Natur der Dinge. The question is how we human beings. Die Frage ist eben, wie wir Menschen relate to the weaker ones. Mit diesen schwächeren Menschen umgehen. If we use them to strengthen our ego. Ob wir sie benutzen, um unser Ego zu stärken. A separate sense of self. Unser separates Gefühl von Sein. Or we support them and bring them up to where we are. Oder unterstützen wir sie, indem wir sie hochbringen, da wo wir sind. So poverty, wealth. Also Armut und reich sein. I see it as something that naturally happens. Ich sehe es so, es ist als etwas, das eben ganz natürlich passiert. The question is if we balance it. Die Frage ist, ob wir es ausbalancieren. If we help the poor. Ob wir den Armen helfen. Or we cling to our health, wealth, to our money. Oder ob wir festhalten an unserem Reichtum und dem Geld. Thinking, fooling ourselves. Glauben und täuschen uns. It's gonna prevent us from dying. Dass wir eben nicht sterben. It's gonna give us eternal security. Dass wir unendliche Sicherheit dadurch haben. I see as wealth, material wealth, is just an extension of our ego. Ich sehe materiellen Reichtum als eine Verlängerung unseres Egos. Holding on. Daran festzuhalten auch. Freedom from the mind. Freiheit vom Verstand. Its natural outcome is giving. Sein natürliches Ergebnis ist geben. Only when one is not afraid, he can give. Nur wenn jemand nicht in Angst ist, dann kann er geben. He doesn't even decide to give. Er hat es noch nicht mal entschieden zu geben. It happens naturally. Es passiert ganz natürlich. Don't give credit to any free human being for his compassion or his giving. Don't put any human being that is compassionate of giving on a higher chair. Hebe nicht denjenigen, der Mitgefühl hat und geben kann, auf einen höheren Stuhl. It's his natural fragrance. Das ist das, was ihn natürlich ausmacht, seine. It happens on its own. Seine Blüte, das passiert ganz von selbst. Just the same way a flower flowers.
So wie zum Beispiel eine Blume blüht. Oh, the sunshine. Wo die Sonne scheint. It's a natural outcome. Das ist ein natürliches Ergebnis. And this is what's so beautiful about freedom. Und das ist, was so schön ist an der Freiheit. Naturally and effortlessly. Ganz natürlich und ohne Anstrengung. Love flows. Fließt die Liebe. Du sagst, dass Aufrichtigkeit das Tor zur Realität ist. Was meinst du genau damit? You say that sincerity is the door to reality. What do you actually mean with that? You know, sincerity is a beautiful thing because. Weißt du, Aufrichtigkeit ist eine wunderschöne Sache. We can use it in so many different ways on our path. Weil wir es in so vielen verschiedenen Arten auf unserem Weg benutzen können. For liberation. Um zur Freiheit zu gelangen. Sincerity will show us the mechanism of our mind. Aufrichtigkeit wird dir den Mechanismus deines Verstandes zeigen. Our projections. Die Projektionen. How we constantly try to create reality. Und wie wir konstant versuchen, unsere Realität zu kreieren. To confirm who we think we are. Und zu bestätigen, wer wir glauben, dass wir sind. If we're truly, truly sincere, wenn wir wirklich ganz aufrichtig sind, it will push our awareness higher, wird es unser Bewusstsein erhöhen, to really see, um wirklich zu sehen, is it really true? Ist es wirklich wahr? Or are we just trying to manipulate reality again? Oder möchten wir wieder die Realität manipulieren? And if we don't try to manipulate, where does it put us? Und wenn wir nicht manipulieren, wo führt es uns hin? Sincerity will show us that we're students of life. Aufrichtigkeit wird dir immer zeigen, dass du ein Schüler des Lebens bist. That every time we think we got it all. Jedes Mal, wenn du denkst, jetzt hast du es alles erreicht. Life will show us another point that is not smooth, not completely clean. Würde das Leben zeigen, da ist vielleicht noch ein Punkt, der noch nicht so klar ist. That is still learning to do. Hier gibt es vielleicht noch etwas zu lernen. Sincerity will show us that living and learning is the same word. Aufrichtigkeit wird uns zeigen, dass Leben und Lernen das gleiche Wort ist. It will leave us humble and open to life. Aufrichtigkeit wird uns in Demut und Offenheit dem Leben gegenüber sein. Sincerity all along the way, even when you're a teacher. Aufrichtigkeit den ganzen Weg gegenüber, auch wenn du ein Lehrer bist. It will show you that freedom is not something to be taken for granted. Wird dir auch zeigen, dass Freiheit nicht etwas ist, was selbstverständlich ist. That you always have to keep the balance, just like riding on a bicycle. Du musst auch dann immer wieder die Balance halten, wie zum Beispiel, wenn du auf einem Fahrrad fährst. And you can also fall. Und du kannst auch fallen. So sincerity is like the sword that chops off your head. Also ist Aufrichtigkeit wie das Schwert, das deinen Kopf. Constantly. Immer wieder. Constantly putting you back to your heart. Dass dich immer wieder in dein Herz zurückwirft. No matter what you do or what you see, if you're truly sincere about it. Egal was du tust oder was du siehst, wenn du wirklich aufrichtig bist. Then you're in your heart. Dann bist du in deinem Herzen. If you truly sincerely recognize. Wenn du dir wirklich dem bewusst wirst. It is to have the sincerity also to see the dark sides. Es ist die Aufrichtigkeit zu haben, auch deine dunklen Seiten dir anzuschauen. To see the mind with all of its darkness. Den Verstand zu sehen mit all seiner Dunkelheit. There has to be a point when one has to look at the darkness. Dann kommst du an einen Punkt, dann musst du dir diese Dunkelheit anschauen. In order to completely disidentify.
um wirklich dich ganz davon identifizieren zu können. We see that in the spiritual scene. Wir können es oft sehen in der spirituellen Szene. There's a high percentage of directing the human being towards the light. Dass eine große Prozentzahl dahin gerichtet, das Leben dem Licht hinzuführen. And that is beautiful. Das ist wunderschön. But there has to come a point when you look at the darkness. Aber es muss auch ein Punkt kommen, wenn du der Dunkelheit begegnest. Otherwise, the path turns into an escape mechanism. Sonst kann es sein, dass der Weg dich in einen Fluchtmechanismus führt. It is not true so-called spirituality. Und das ist nicht die wahre Spiritualität. It turns into like a medicine. Es ist dann wie eine Medizin. True spirituality is to really see everything. Wahre Spiritualität ist alles zu sehen. Vielen Dank für das Gespräch, für das Interview. Thank you very much. Thank you. It was a pleasure.